Können wir auch wieder ein bisschen aufräumen. Wollte ich nicht irgendwas mit dem bruchtiefen Schiefer machen? Ah ja, da hinten zumachen, aber das lasse ich jetzt offen. So. Schön, schön, schön. Dann bringen wir jetzt unseren rosa Axolotl in sein Gehege und dann... Ja. Gehen wir den nächsten holen. In der Hoffnung, dass es den dann auch gibt. So. So. Hier. Unser rosa oder pinke Axolotl, Leute. Finde ich super. Na gut. Dann wollen wir mal hoffen, dass jetzt ein weiterer Axolotl dort unten ist. Es sind so viele Tonblöcke, wie hier sind. Vor allem... Wir haben eigentlich in der ganzen Höhle mittlerweile können fast Axolotl spawnen, bin ich der Meinung. Fast, wie gesagt, nur. Eigentlich brauche ich den einen Wasser immer nicht mehr, aber damit könnte ich eigentlich jetzt auch dann hier was füllen. Das ist aber nicht schön. Das war jetzt falsch. Genau, jetzt ist er voll. Was sollte voll sein? Ja, ist voll. Dann kommen die wieder da rein. Und der eine Eimer kann zurück, da hinten hin. Dann wollen wir jetzt auf unser Glück hoffen, Leute. Bitte lass einen Axolotl da sein. Das Gebiet müsste jetzt eigentlich komplett entladen gewesen sein. Und ich war mehr als 100 Blöcke weit entfernt. 200 bis 300 Blöcke wahrscheinlich sogar, wenn man die Diagonale in der Höhe mitnimmt. Ich glaube, Leute, das hier... Irgendwo ist gerade etwas gestorben. Das hier ist da von da oben runter, weil da Wasser drauf geflossen ist. Wurde der Kies aktualisiert und ist da runter.
Also entweder ist da oben jetzt echt ein Axolotl und hat was angegriffen oder irgendwo ist etwas erstickt. Naja, es ist leider kein Axolotl da. Wir haben halt wirklich einfach Pech. So, ich werde jetzt nochmal die Höhle säubern, Leute. Wir brauchen ja eh noch Erfahrungspunkte. So, das war's hier. Habe ich gesehen, dass hier welche hin sind. Aber die sehe ich jetzt. Die sind irgendwie weg. Ja, sie sind weg. Da. Okay. So, ich glaube, ich möchte die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass hier unten irgendwie was spawnt. Machen wir mal hier das Wasser weg. Nicht, dass hier im Wasser irgendwo etwas spawnt. Jetzt haben wir halt wirklich da unten auch das gesamte Wasser weggepackt. Alles weg. Ja, nicht alles, was da rechts bleibt, glaube ich, weil das von dem hier kommt. Und das bleibt, weil ich muss ja hier irgendwie wieder hochkommen. Ja. Wir könnten ja mal nachsehen, ob das schon gereicht hat, dass wieder etwas neu gespawnt ist. Tatsache. Alles wieder voll. Und wieder kein Axolotl. Gibt es doch nicht. Was muss man tun, um einen Axolotl zu kriegen? Fischen? Naja. So, ich glaube, das waren jetzt alle. Ja,
waren alle. Die Höhle ist wieder komplett leer. Dann gehen wir wieder runter. Das ist ein Zombie. Hier ist nichts. Vielleicht reicht es ja auch der Höhenunterschied von hier schon. Und einfach mal ein bisschen warten. Kann man ein bisschen lange warten. Na egal. Vielleicht hat das schon gereicht. Nehmen wir den noch mit. Doch, hat gereicht. Nur nicht für einen Axolotl. Okay, Leute. Ich lese jetzt mal nach, was man tun muss, um einen Axolotl zu spawnen. Weil das kann es doch echt nicht sein, dass es hier so schwer ist, einen Axolotl zu spawnen. Wie haben wir das beim ersten Mal gemacht? So, Axolotl Farming. Mal Clay Blocks bis in, ja doch, das haben wir schon. Das ist interessant. Wenn es uns Y gleich 30 ist, wo wir ja hier sind, wir sind im Minusbereich. Okay, dann spawnen nicht nur Axolotl, sondern auch die leuchtenden Fische. Also, das ist egal, okay. Ich habe gerade irgendwas schlagen gehört. Habe ich mir das eingebildet? Offenbar, denn es ist immer noch kein Axolotl hier. Schade. Okay, also ich habe hier ein Tutorial gefunden, Leute, wie man eine Axolotl-Farm baut, und zwar durch natürliche Generation.
Okay. Da, also ich sehe keinen Unterschied zu dem, was wir gemacht haben, Leute. Okay, das heißt, wenn leuchtende Fische spawnen können, können auch Axolotl spawnen. Sofern der Ton gegeben ist. Aber leuchtende Fische spawnen häufiger als Axolotl. Ich google mal nach der Spawn Rate. Finde ich leider auch nichts. Das ist echt schade, dass da keine Wahrscheinlichkeit gegeben ist. Ja, wir müssen anscheinend einfach abwarten, Leute. Und wir brauchen offenbar einfach nur Glück. Und wir sollten immer die leuchtenden Fische töten, denn die nehmen offenbar den Platz für Axolotl weg. Da sie sich die beide die gleiche Spawn-Kondition Bedingungen teilen. Offenbar. Naja, okay. Also dann müssen wir jetzt ein paar Dutzend Mal rauf runter gehen, Leute. Schätze ich mal. Bis irgendwann ein neuer Axolotl da ist. Ich konnte jetzt nichts finden, das wir irgendwie falsch machen würden. Oder anders. Da stand auch im Minecraft-Wiki für Axolotl-Farm stand auch, dass es eben immer geht. Also auch, man kann das sogar in einer normalen Höhle machen, die man unter Wasser setzt. Und dann einfach nur 6 Blöcke hoch oder sowas. Und dann drunter irgendwie überall Ton als Boden. Und das geht auch. Komm mal. Ich bin schon vorbei, oder? Ja, ich bin schon vorbei. Da, nein, gerade eben. Egal. Und das soll auch ausreichen, um Axolotl zu spawnen. Das heißt, man kann tatsächlich eine Axolotl-Farm machen. Was irgendwie toll ist. Das heißt, wir können unsere Wächter farmen. Ah nein, können wir nicht. Unsere Wächter-Farm ist kein Ding. Ja, aber wir könnten irgendwann eine Axolotl-Farm bauen, Leute. Bringt dir das überhaupt irgendwas? Welche Drops haben Axolotl? Das weiß ich gar nicht. Ich sehe mal nach. Oh, schön, sie droppen nichts. Das war's mit der Axolotl-Farm. Okay. Auf mit uns.